Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, mit dem Traxxas Max hier vor mir stehen und einem neuen Kamerastativ oder halt eine Kamerahalterung. Ich hoffe, das passt jetzt so und ihr seht jetzt alles besser, was ich hier mache. Am Donnerstag kommt noch ein Video, wo ich was man an dem Traxxas Max tunen kann, wo ich das vorstelle. Da habe ich aber noch nicht die Kamerahalterung. So, wie ihr seht, habe ich hier WD-40. Ich hoffe, ihr seht es. Es ist hier das Kabel weggeflogen. Machen wir es mal ein bisschen auf die Seite. Dann wartet mal. Das Mikrofonkabel. Ich hoffe, ihr seht es da nicht rumbambeln. Ja, okay. Dann habe ich hier noch so zwei alte T-Shirts oder halt alte Lappen. Und die benutzen wir jetzt, um den Traxxas Max zu reinigen. Also ihr nehmt immer, wie gesagt, das WD-40. Damit reinige ich ihn immer. Dann macht er einfach so ein paar Spritzer drauf hier. So. Und dann nehmt ihr einen Lumpen und dann tut es einfach schön ein bisschen zu reiben. Und dann nehmt ihr wieder einer zum Trockenmachen. Und dann macht ihr trocken. Jetzt könnt ihr auch den nehmen, wo ihr als benutzt, zum Einzuwirken, also zum Einweichen halt. Dann könnt ihr auch da gerade ein bisschen drauf machen. So. Und dann könnt ihr auch nochmal hier diese Plastikteile. Weil mit WD-40 sehen dann alle wieder wie neu aus. Eigentlich hätte heute so ein Video kommen, wo ich mit dem Traxxas Max ein bisschen draußen fahre. Aber das hat sich doch jetzt geändert. Nächsten Samstag kommt auf jeden Fall eins. Am Donnerstag kommt ja schon das andere Video. So, dann machen wir wieder trocken mit dem anderen Lappen. So, hier hinten, das habe ich schon alles gemacht, aber wir machen nochmal. Das ist schon wieder ein Tag her oder so, wie ich das mal getestet habe. Ich hoffe, ihr seht das alles hier, was ich mache. Also müsste eigentlich alles besser sein wie davor. Jetzt ist dieses Kabel hier schon wieder weggeflogen. Ja, so, ich hoffe, es bleibt da. So, hier alles schön sauber machen. Jetzt glänzt auch das Schwarz wieder. Und hier diese Plastikteile, die könnt ihr alle gerade ein bisschen. So, gerade ein bisschen drauf. Und dann halt echt gerade ein bisschen drüber. Dann glänzen die auch echt wieder wie neu. Also das WD-40 stinkt wie Sau. So, dann haben wir eigentlich die Karre schon sauber, weil ich habe sie schon angefangen. Jetzt machen wir mal der Innenwalder. So, jetzt holen wir erstmal das ganze Gras alles noch raus. Hier, wo hier so grob rumliegt. So, das reicht schon mal, dass wir hinten sauber machen können. Nehmen wieder unser Lappen und sprühen gerade ein bisschen drauf. So. Und dann können wir hier nicht schon anfangen. Und so macht er einfach das ganze Auto. Ja. Und dann sieht es wieder danach aus, als wäre es frisch aus dem Laden gekauft. Fast zumindest. So. Ich hoffe, auch so Videos gefallen euch. Wo man einfach mal ein bisschen was reinigen tut, nicht immer einfach fahren tut. Aber Fahrvideos werden jetzt dann auch wieder mal kommen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass jetzt alle zwei Wochen nur ein Video kommt. Aber ja, geht leider nicht anders. Aus Zeitgründen halt. Ja. So, jetzt hier vorne noch die Stoßstange. Ich hoffe, ihr seht die auch. Müsste eigentlich. So, hier jetzt noch hier ein bisschen. Ups. Spritzt er hier voll raus. Dank den Edelstahlschrauben müssen wir uns wegen Rosten auch nichts dabei denken, wenn es da ein bisschen was auf die Schrauben kommt.
meine Karo mal auf die Seite machen. Jetzt mal das mir hinten, dass wir dann in die ganz nach unten kommen. Nehmen wir mal einen Schraubenzieher. Dass wir ganz in die letzten Ecken kommen. Also er sprüht alle Lumpen an. Dann nehmt ihr halt einen Schraubenzieher und wickelt ihn einfach da ein bisschen ein. Und dann sieht es so aus und dann kommt ihr da unten in jede Ecke rein. Wickelt es am besten 2 bis 3 Mal rum. Schon verkratzt hier, dass da unten alles. Oh, das WD-40 stinkt voll. So, hier unten die Querlenker jetzt noch ein bisschen. Und dann wieder trocken machen schön. Und dann glänzt es wieder. Ja. Als wäre es neu aus dem Laden. Jetzt drehen wir ihn mal vorsichtig rum. So. Einmal umgedreht. Jetzt können wir unten auch noch ein bisschen putzen. Obwohl er eigentlich echt schon ganz gut sauber ist. Und nicht vergessen, immer Like dazulassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit ihr als keinen weiteren Videos mehr verpasst. Hier vorne schön die Stoßstange noch. Und natürlich noch von unten. So, dann könnt ihr auch hier so die der eine Reifen so runterdrücken. Weil wenn ihr den jetzt hier nämlich so runterdrückt, also so, also die Federung halt, dann könnt ihr nämlich hier zwischen diese Rille reingehen. Es geht auch so, dazu braucht ihr jetzt keinen Schraubenzieher. Könnt ihr einfach hier so ein bisschen. So, dann nehmt ihr wieder eure Lumpen und dann könnt ihr einfach wieder drüber wischen. Also WD-40 ist echt für Modell bei euch super Ding. Blaststichteile, man bekommt damit alles wieder sauber. Also für feine Reinigung ist gut, für grobe Reinigung würde ich es dann auch wieder rum nicht nehmen. Dann können wir auch schön alles sauber machen. Damit auch die Schrauben wieder glänzen. So. Und dann gerade ein bisschen putzen. Schraubenköpfe hier, die sind komplett grün irgendwie. Vom Rasen. Die hier hinten aber auch. Ja, aber das lohnt sich ja nicht, die Schraubenköpfe komplett zu reinigen. Also wie schon immer gesagt, meine Videos kommen immer um 18 Uhr online. Immer um 18 Uhr. Also immer dran denken. Aber wenn ihr abonniert habt, dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn ein Video online kommt. Also immer donnerstags oder Mittwoch und eben am Sonntag oder Samstag 18 Uhr. Dieses Video kommt jetzt am Samstag online. Also kann auch manchmal sein, dass es erst am Sonntag als ein Video online kommt. Aber ich denke, ich schaue hier, dass es am Samstag kommt und am Donnerstag. Weil Mittwoch wird immer ein bisschen schwer. Also Mittwoch denke ich eher selten.
Ah, der will gerade. Kommt gerade grün raus da, wenn man da so in diese Schrauben. So. Jetzt machen wir mal trocken hier mit dem hier. Diese Skidblades hier unten, die sind komplett abgeranzt hier. Hier bekommt ihr mal voll drauf und die hier auch. Aber die hier hinten voll am schlimmsten hier. Und die Querlenker vorne. Gebrauchsspuren. Und jetzt könnt ihr hier auch hier, das seht ihr zwar nicht, aber hier von der obere Querlenker. Das ist ja der untere, der obere, wo auf der anderen Seite ist, könnt ihr jetzt auch von unten putzen. Also der obere Querlenker von unten putzen. Und der untere könnt ihr auch jetzt von unten und von oben putzen nochmal. Ja. Muss man mal den Dämpfer wieder ausbauen und der Dämpfersocken wieder richtig draufziehen, weil der rutscht immer weg. So, dann würde ich sagen, das war's von dem kleinen WD-40 Video. Wie reinigt man ein Auto? Oder wie reinigt man ein RC-Auto? WD-40 hier ist echt eine große Hilfe. Also ist jetzt keine Werbung. Ja. Also unbezahlte Werbung. Ja, aber WD-40 dafür echt super. So. Jetzt können wir auch noch ein bisschen putzen. Der Reifen hier, der Rand und noch die Felge. Ja, das mache ich jetzt alles noch da rasch ein bisschen off-cam. Würde ich sagen, das war's von dem Video. Ich denke, ihr habt jetzt genug gesehen, wie man es macht. Was man alles für Sachen braucht. Wie gesagt, ein Lumpen, in dem ihr es drauf macht. Könnt ihr direkt drauf sprühen, aber für kleine Stellen ist halt besser. Wenn ihr irgendwo in kleine Ecken rein müsst, nehmt ihr einen Schraubenzieher und dann macht ihr ihn einfach so drüber. Dann könnt ihr überall in alle Ecken rein. Und wenn es mal ganz, 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 ganz eng wird, könnt ihr auch oft mit Wattenstäbchen rein. Das funktioniert auch immer sehr, sehr gut. Und dann zum Trockenmachen nehmt ihr halt auch nochmal einen Lappen. Oder halt ein T-Shirt oder irgendwas Altes halt. Ein Stofftuch halt. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.